Das hier ist Bash the Teacher, ein Spiel, wo wir unseren Lehrer ärgern müssen. Und da schreibt sie gerade die ganze Zeit an die Tafel. Es bewegt sich nicht wirklich was, aber sie schreibt. Und wir haben hier einen Balken, der schon relativ rot ist. Das bedeutet, dass wenn wir hier einmal draufklicken, steigt dieser Balken, okay? Das bedeutet, desto mehr wir von diesen Papierknöllchen gegen ihren Rücken schmeißen, desto eher passiert etwas, dass sie, naja, möglicherweise eine Aktion begeht. Deswegen gucken wir mal, was passiert, wenn wir den mal ganz gefüllt haben. Dann geht sie dahin, trinkt diese Flasche leer und schrumpft komplett und geht als kleine Mini-Lehrerin aus dem Zimmer wieder raus. Wir sehen, wir haben jetzt hinbekommen, den Nicht-Zufriedenheitsstatus etwas weiter zu erfüllen. Das war sehr interessant. Wir haben hier aber auch dementsprechend auch eine Möglichkeit zu upgraden. Und zwar haben wir nämlich hier Items, die wir upgraden können, die Haustiere, die wir upgraden können und Waffen, die wir upgraden können. Das ist sehr interessant. Da müssen wir auf jeden Fall mal dranbleiben. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier auf den vollen Modus und schmeißen mal so viel wie möglich auf einmal auf die Lehrerin und gucken, was als nächstes passiert. Alles klar, das war auf jeden Fall eine Ansage, aber wir brauchen auf jeden Fall für unser Upgrade auf den Papierflieger 50 Sterne, deswegen tut mir leid, Lehrerin, aber da muss ich auf jeden Fall nochmal ein paar Mal gegen dich werfen. Oh Gott, sie wird niemals erfahren, wer es war, weil sie nämlich immer nur den Rücken zu uns zeigt. Oh, was? Was macht sie jetzt? Trinkt sie schon wieder? Als ob sie es beim ersten Mal nicht schon... Oh. Okay, da passieren anscheinend immer mal wieder andere Geschichten. Hier sind die Upgrades. Ich würde mal sagen, wir upgraden mal hier auf 50 hoch. Dann haben wir hier jetzt nämlich einen Papierflieger. Oh, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob der Papierflieger möglicherweise sogar besser ist als tatsächlich das Papier. Aber wir probieren es mal trotzdem aus und schmeißen mal weiter. Ich glaube, es funktioniert sogar besser. Oh, was? Was passiert denn da jetzt? Da kommt jetzt einfach so ein Kran mit einem kleinen Spieß. Oh, what? Okay. Können wir eigentlich auch... Oh, wir können auch den... Oh! Wir können auch den guten alten Papagei abschießen, ne? Oder auf den Globus schießen. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Okay, jetzt haben wir gerade eben irgendwie das Klassenzimmer einfach irgendwie geschwemmt. Und da sind jetzt auf einmal überall Fische. Okay, ganz schön crazy. Aber dafür 100 Sterne jetzt zusammengesammelt. Das bedeutet für uns, dass wir hier auf Upgrades gehen können und vielleicht mal den Globus gegen einen Kaktus eintauschen. Mal schauen, was das jetzt bedeutet. Wow, jetzt haben wir einfach keinen Globus mehr, der eigentlich voll gut ins Klassenzimmer gepasst hat, sondern wir haben jetzt hier einen Kaktus, der einfach wackelt, wenn wir ihn abwerfen. Oh yeah. Wir schmeißen mal einfach die ganze Zeit weiter dagegen und gucken mal, was da passiert. Wir bekommen übrigens... Oh, was macht denn die Wolke da? Oh, okay. Wir haben ja die Waffe schon geupgradet. Wir können auch das Haustier upgraden, ne? Und zwar gegen einen Frosch. Und dann gucken wir mal, was der Frosch macht, wenn man ihn mit einem Papierflieger abschmeißt. Oh, was? Wir bekommen 3 Punkte pro Abwurf gegen den Frosch. Ich weiß auch nicht, was wir hier mit diesem Geodreieck da anstellen sollen. Ich kann es leider nicht abwerfen. Okay. Ich habe das Gefühl, desto höher wir diese Bar da oben so ein bisschen auffüllen, desto aggressiver wird sie gegenüber uns. Okay, jetzt haben wir genug, um tatsächlich eine neue Waffe oder ein neues Item freizuschalten. Ne? Wir gucken mal nochmal rein. Wir haben hier Upgrades, Weapons und dann können wir hier mal den Apfel freischalten. Mal gucken, ob der Apfel da besser ist. Oh, als nächstes gibt es sogar ein Spiegelei, abgefahren. Und da können wir jetzt den Apfel werfen. Oh, und der Apfel... Oh, okay. Der Apfel sorgt wirklich dafür, dass wir viel, viel schneller diese Bar nochmal voller machen können. Seht ihr das? Wir haben jetzt tatsächlich diese rote Linie so schnell aufgefüllt, dass wir die Lehrerin wirklich sehr viel schneller zum Schreien bringen können. Und wir können dann jetzt wieder mal gucken, ob wir vielleicht nochmal eine neue Animation bekommen. Wir hatten schon die Wolke, wir hatten das... Oh, jetzt hat sie nur geknurrt. Oh, was? Hilf mir! Oh, was? Okay, dann würde ich vielleicht nochmal ein neues Haustier holen wollen, damit wir dann nochmal schneller voranschreiten können. Oh, 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 oh. Wow, da ist gerade eine Tonne auf die Lehrerin draufgefallen. Das passiert natürlich manchmal. Wir können aber vielleicht auch mal gucken, ob wir möglicherweise uns auch ein paar Sterne kaufen können, um zu schauen, ob wir hier vielleicht doch schneller vorankommen können. Okay, das dürfte jetzt vielleicht nochmal ein bisschen entspannter aussehen. 10.000 Sterne haben wir jetzt mal und wir gucken mal, wie schnell wir uns jetzt tatsächlich weiterentwickeln können. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Wurf mit diesem Apfel machen, sehen wir ja, dass unsere Linie dort oben relativ langsam hochgeht und wir müssen uns natürlich hier jetzt mal ein bisschen upgraden. Wir schauen mal, was jetzt nochmal passiert, wenn wir sie nochmal wütend gemacht haben. Oh. Okay, das hatten wir auch noch nicht.
Jetzt können wir unsere Upgrades schneller holen. Wir holen uns mal den Ventilator. Dann holen wir nochmal ein neues Haustier. Und dann holen wir nochmal eine neue Waffe. Und zwar das Spiegelei. Okay? Gucken, was passiert, was die für ein Geräusch macht, wenn man drauf wirft. Ja, ganz normale Rattengeräusche. Und wir bemerken, 10 Punkte bekommen wir pro Wurf. Okay? Dann der Föhn. Mal gucken, was der macht. Okay, der macht irgendwie so Geräusche, als ob er einen kleinen elektrischen Schaden hat. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr stressig. Dann schauen wir mal rein, was wir jetzt wieder für Upgrades kaufen können. Wir holen uns mal diesmal nochmal ein neues Pad. Und zwar einen Oktopus, der da in einem Käfig drin sitzt. Dann holen wir nochmal eine neue Waffe. Und zwar einen Luftballon. Mal gucken, was der drauf hat. Und dann holen wir uns natürlich nochmal ein neues Item. Und zwar den Gong. Mal gucken, wie sehr das die Lehrerin aufregen wird. Es ist sogar eine Wasserbombe, die wir haben. Wow. Wir bekommen 18 Punkte pro Wurf. Die bewegen sich nicht schneller nach oben. Aber... Oh Mann. Die Lehrerin scheint trotzdem sehr, sehr auszurasten. Was macht der Oktopus? Was? Okay, ich glaube, dem Oktopus sollte es eigentlich gefallen, dass wir ihn hier gerade mit Wasser abwerfen. Wir holen uns mal hier diesen kleinen, das kleine Fledermäuschen hier und diesen Computer mal. Und schauen mal, wie viel Geld wir jetzt bekommen, okay? Wir drücken mal drauf. Oh, okay, alles klar. Die Wasserballons bringen jetzt schon 27. Dann den Computer mal abwerfen, mal schauen, was da passiert. Der PC zeigt jetzt einfach so einen Error an. Und die Fledermaus, was macht die? Okay, okay. So, jetzt fehlen uns tatsächlich wieder die Münzen. Deswegen müssen wir noch mal kurz Nachschub holen. Okay, Leute. Das nenne ich mal einen richtigen Kontostand. 1 Million Sterne. Wie viel uns das dementsprechend ausreichen wird, weiß ich nicht. Aber wir können noch mal upgraden. Für 4.700 kriegen wir hier einen Wackelpudding diesmal. Dann als Haustier eine Schlange. Und als Waffe bekommen wir diesmal das Törtchen. Okay? Schmeißen wir erstmal die Lehrerin mit dem Törtchen ab. Oh, okay. Das Törtchen bringt tatsächlich einfach nur so eine kleine Animation, wo der Zuckerguss einfach nur herumfliegt. Die Schlange, die sieht super süß aus. Mal gucken, was passiert, wenn wir da dagegen werfen. Oh, okay. Das heißt, die wackelt einfach nur mit ihrem Kopf die ganze Zeit herum. Okay, nicht schlecht. Aber der Wackelpudding, der muss auf jeden Fall richtig ordentlich wackeln, oder? Wow, okay, sehr, sehr nice. Erinnert mich ein bisschen an Wobblies Life. Da gibt es auch so einen Wackelpudding. Schauen wir mal rein, was wir jetzt für ein Upgrade bekommen können. Hier gibt es jetzt einen Roboter für 8.500. Dann als Haustier eine kleine Krabbe. Und als Waffe bekommt man einen Teller. Oh nein, wir schmeißen jetzt die Lehrerin einfach mit einem Teller ab. Schmeißen wir mal den Roboter als erstes ab. Wow, okay, nice, sehr coole Animation, er bekommt so rote Augen und schreit dann so ein bisschen auf. Okay, und oh, die kleine Krabbe sieht auch richtig süß aus, mal gucken, vielleicht macht die so Klappergeräusche. Oh, die macht tatsächlich so ein bisschen so, was sind das so, eigentlich so ein bisschen insektenmäßig ist dieses Geräusch so. Und der Teller ist natürlich eine sehr brutale Art und Weise, seinen Lehrer abzuwerfen, aber war nicht geplant. Tut mir leid. Wir schauen mal, was wir noch für Upgrades bekommen können. Oh nein, die nächste Waffe ist ja richtig gemein. Das muss ich ja gar nichts erklären. Dann als nächstes haben wir da einen Elefanten im Käfig. Oh nein, wer macht denn sowas? Und dann als nächste Waffe haben wir hier die Steinschleuder. Okay, ach so, warte mal, das ist ein Item. Wir haben jetzt hier sogar so eine kleine Steinschleuder. Eine kleine Steinschleuder. Oh Gott, die ist bestimmt hart. Warte mal, ich schieß mal gegen die Lehrerin. Wow, okay, krass. Wir haben sogar so eine richtige Animation, mit der wir schießen können. 91 Punkte. Dann mal gucken, was der Elefant macht. Okay, ein kleiner Elefant im Käfig, das ist normal, das passiert alltäglich, das ist ganz normal. Nein, ist es eigentlich nicht, aber okay. Okay, und dann schießen wir nochmal den kleinen Kackehaufner ab. Der sieht irgendwie so ein bisschen gelangweilt aus, wenn ihr mich fragt, aber wir gucken mal. Oh! Wow, er wird auf jeden Fall glücklich, wenn man ihn mit einem kleinen Stein abwirft. Das ist auf jeden Fall eine sehr witzige Geschichte. Okay, okay, okay. Oh nein, jetzt kommt das Wasser wieder. Tut mir leid, Lehrerin, das war nicht so gemeint. So, für 22.500 gibt es hier eine Uhr. Dann als Haustier nach dem Elefanten kommt... Oh, ein Fuchs. Wow. Und danach... gibt es hier als weiteres Item nochmal eine Glühbirne für 22.500. Wow, okay, nice. Okay, ich habe hier jetzt schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet und ich glaube, jetzt werden wir den Traurigkeitsbalken, der ganz oben ist, der wirklich lange braucht, bis man den aufgeladen hat. Wow, was? Da kommt jetzt sogar noch ein Geist rein. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Wow, cool. So, und jetzt müsste eigentlich der Balken auch voll sein. Oh, noch eine Runde müssen wir machen, ne? Was passiert, wenn der Balken komplett auf 100% gefüllt ist? Und, oh, sie kündigt. Sie kündigt einfach ihren Job. Was bedeutet das jetzt für uns? Dass wir sie einfach besiegt haben in diesem Level? Abgefahren. Wir haben einen neuen Lehrer freigeschaltet? Nicht schlecht.
Und damit beginnt ein neuer Tag in der Schule? Wow, wer ist der nächste Lehrer? Leute, falls ihr gerne den nächsten Lehrer sehen wollt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Das machen wir auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar und ciao, ciao.